Ja, hallo Freunde der Spiegeltour und willkommen zurück. Au, zweite Folge von Alexander der Große. Alexander der noch Kleine. Der irgendwann natürlich alle Reiche unterjochen wird in dieser Partie Civilization 6 alleine. Wir werden jetzt direkt auch mal für die zweite Siedlung noch einen Handwerker bauen, weil Expansion und ja, alles schön ausbauen ist ja das A und O. Lass mich mal ganz kurz gucken, welches Feld wir denn hier als nächstes übernehmen. Das da unten. Will ich das? Will ich das nicht? Ich weiß, ich habe gesagt, ich will den nächsten Siedler auch wieder kaufen. Dann schicken wir den Handwerker nach da oben. So, und du gehst weiter gucken, was da oben alles ist. Jetzt haben wir auch mal Zeit. Schnellere Fortbewegung im Wald und Regenwald oder auf Hügelgelände. Was haben wir hier? Eigentlich nichts. Nehmen wir Wald und Regenwald, weil der Zwischenbereich zwischen da oben und unserer Heimat ist ja relativ viel Regenwald und Wald. Dann wird er nicht mehr abgebremst. Im Moment mag übrigens die gesamte KI mich. Ich weiß nicht warum. Maximation mit vielen heiligen Städten und hoher durchschnittlicher Stadtbevölkerung. Das machen wir. Versucht benachbarte Zivilisationen zu erobern und mag noch nicht benachbarte Zivilisationen. Hat eine Abneigung gegen seine Nachbarn. Ist vielleicht nicht mein Nachbar. So, du gehst weiter gucken. Oh, die Antike endet schon in neuen Runden. Da hätte ich gern noch ein Heurika. Jede Nation lebt vom Tausch. Ja, Handelswege sind jetzt möglich. Marineeinheiten der Antike bauen. Übrigens eine Karte, die ich so gut wie nie verwende, weil Marineeinheiten eh von mir selten eingesetzt werden. Plus 2 Gold für alle Handelswege. Das ist eine Karte, die ich später im Spiel liebe, weil ich dadurch sehr viel Geld und sehr viel Militär bezahlen kann. Jetzt können wir übrigens die Aufklärungskarte wieder Kampf gegen Barbaren einsetzen. Produktion für Handwerker. Ich glaube, wir haben immer noch 2 Handwerker im Bau. Lassen wir es drin. Und dadurch, dass wir das Militärlager jetzt hier ausgebaut haben, haben wir 2 Heurikas ausgelöst, wie ich das gerade noch richtig gesehen habe. Nee, da warten wir, dass wir den Siedler bauen können. Bauen wir als nächstes den Händler. Obwohl, man könnte ja sagen, der Händler amortisiert sich. Mit der Zeit. Euer Kontakt zu anderen Ländern hat euer Bild zur eigenen Regierungsform verfeinert. Das wird ein Heurika gewesen sein, weil wir 3 Reiche auf einmal finden. Und jetzt haben wir eine Heureka bekommen, weil wir, glaube ich, 3 Farmen gebaut haben. Was man auch schon mal beachten kann, ist, dass man irgendwo 3 Farmen direkt aneinander hat. Dafür gibt es nämlich auch ein Heureka für eine Mittelalter-Freischaltung. Wir alle schnitzen Stein, stellen Säulen auf oder schneiden. Ach ja, da frühes Reich. Lass die Bevölkerung als Zivilisation auf 6 wachsen. Größer ist als wir selbst. Und da ist der Rambock, den brauchen wir auf jeden Fall für Belagerungen.
So, gucken wir mal eben rein. Da werden wir die Reiterei voranbringen. Ohne die Stadt an der Küste macht das keinen Sinn. Baut eine Wassermühle. Na okay, dann machen wir eben das Forschung. Die Forschungsverbesserung. Weil wir da den Bonus einfach schon haben. So, und nein, ich will nicht über den Fluss angreifen, aber jetzt steht er halt gerade da. Hier behalten wir die Weizenfelder mal. Ich habe es am Anfang nur gemacht, um meine Bevölkerung hochzubekommen, weil wir hier den Siedler rausgezogen haben aus der Hauptstadt, aus Pella. Ich sehe übrigens, dass ich immer alles verdecke. Aber ich will mich nicht nach ganz links rüberschieben, weil ich ein bisschen schräg sitze. Dann sieht das so aus, immer als wenn ich aus dem Screen rausgucke. Das heißt wieder, oh, warum gibt es überhaupt eine Kamera? Hö, es gibt eine Kamera? Ich habe den Proof bis jetzt noch nicht gesehen mit seinem hässlichen pinken Shirt von Rage 2. Bin einfach zu entspannt beim Spielen. Ah, Moment, du baust den Händler eh erst fertig. Übrigens, schlimmste Sache bei Civ finde ich, dass man mit ASDW nicht über die Karte scrollen kann. Man kann es bestimmt umstellen irgendwo. Aber man muss eigentlich Cursor-Tasten benutzen. Man macht halt eh nicht viel auf der Tastatur, aber ich glaube, man könnte daraus ein echt gutes, man könnte das Spiel echt gut mit Tastatur steuern. Wenn man sich darum bemühen würde. Damit man nicht dieses Schaufeln über die Karte mal macht hier mit der Maus. Ey, hört ihr mal auf, meine Leute hier kaputt zu schlagen? Danke. Ich will nämlich noch ein Level up haben. Geil, wie sie nachher die Krieger, die verschanzt sind, niedermähen werden. Ja, da vorne ist ein Dorf. Und obwohl ich mir kein Fehler bewusst bin, scheint es so, als wenn ich erstmal in ein dunkles Zeitalter reinkomme. Oder auch nicht, denn ich bekomme nochmal 3 Zeitalterpunkte. Weil ich die Barbaren vertrieben habe und habe mich dadurch gerettet. Tja, und deshalb ist es wichtig, gegen Barbaren zu kämpfen. Liebe Kinder. Ihr habt so wenige Truppen, lebt ihr nicht in ständiger Angst? Oh, sie mögen mich nicht mehr, weil ich wahrscheinlich... Zweite Sache, was die mögen, ist vielleicht militärische Macht. So, ich werde mit Lissabon handeln, weil die mir Gold bringen. Und dadurch, dass wir die Handelsroute aufgebaut haben, kriegen wir ein Heurika im Handel. Beziehungsweise, nee, ich glaube Wirtschaft, irgendwas. Das ist eine Forschung, die wir später noch machen müssen. Die Stadtmauer würde uns selbst ganz gut schützen. 414, eine Runde holen wir uns den Siedler. Und bis dahin machen wir das unser Spezialgebäude, die Basilikoi Paides. Womit wir halt weiter in unseren militärischen Weg gehen. Meine letztendliche Frage ist jetzt eigentlich, will ich an der Eisenmine eine weitere Stadt aufbauen gleich? Oder will ich oben bei den Pferden die weitere Stadt aufbauen? Schreiben ist leicht. Man muss nur die falschen Wörter weglassen. Richtig. Sag das mal YouTube. Da ist übrigens Währung. Dafür haben wir den Heurika bekommen. Was ich übrigens am Anfang versäumt habe, ist mit einem Schleuderer einen Barbaren zu töten. Das kann man auch relativ gut provozieren, um beim Bogenschießen das Heurika zu bekommen. Aber war ich ja zu faul für.
Mit zwei Kriegern fährst du auch ein bisschen sicherer. Das ist übrigens eine Sache, weil ich damals nicht so verstanden habe. Die Heurikas sind eigentlich ganz gut, aber sie schreiben dir so ein bisschen vor, wie du zu spielen hast. Finde ich jedenfalls, weil man sollte sie auf jeden Fall mitnehmen. Sie bringen unglaubliche Vorteile. Und trotzdem gibt es, glaube ich, keine Option, dass man Heurikas deaktivieren könnte beim Spielen. Dabei sind sie unglaublich wichtig. Annehmlichkeiten plus 2. Und wir sind in der Klassik. Betrachte die Vergangenheit, die großen Veränderungen so vieler Reiche. Daraus kannst du auch die Zukunft vorhersehen. Ja, eine Eingabegebung auslösen oder ein jedes Mal, wenn ihr einen Heurika auslöst, Zeitalterpunkt, oder wenn wir jedes Mal, wenn wir einen Spezialbezirk bauen. Was wird man übrigens am meisten schaffen? Das finde ich übrigens auch sehr dubios immer, weil wenn wir eine Stadt zum ersten Mal bekehren, das macht noch Sinn, weil das kannst du wirklich noch ganz gut schaffen und ganz gut Punkte machen. Dann würde freie Forschung so kommen, also wenn ich eine Religion auf Religion gespielt hätte am Anfang. Und aber Stift und Pinsel und diese Monumentalität finde ich sehr merkwürdig, das da mit reinzunehmen am Anfang, um halt, ja, das nächste goldene Zeitalter zu erreichen. Weil normalerweise muss man freie Forschung nehmen, weil du halt eine riesige Chance hast, das doch am Anfang sehr gut zu machen. Während alles andere halt wirklich mit zwei Städten, wie viele Punkte willst du machen fürs Zeitalter? Dann darfst du 10 Bezirke machen und bist immer noch in einem dunklen Zeitalter. Das schaffst du gar nicht in der Zeit. So, plus 2 Loyalität pro Runde für Städte mit Garnison ist total eine nutzlose Karte, braucht kein Mensch. Reduziert die Kosten für den Kauf eines Geländefelds um 20%, auch eine Karte, die kein Mensch braucht. Oder plus 50% Produktion für Siedler. Wäre eine gute Karte, wenn man nicht Siedler immer kaufen würde. Wenn man es halt sich leisten kann. Und das war es eigentlich erstmal, was ich hier gerade machen wollen würde. Weil die Regierung kann ich noch nicht ändern. Wir lassen die Produktion... Lassen wir die für Handwerker drin oder gehen wir jetzt auf Gold? Der Handwerker ist gerade fertig. Solange man übrigens noch nicht die Runde beendet hat, kann man hier noch die Politik verändern für umsonst. So, dann gehen wir nämlich auf die plus 2 Gold für alle Handelswege. Nah- und Fernkampfeinheiten der Antike. Weil was anderes lohnt sich gerade nicht. Also Barbaren finde ich gerade eh nicht. Ich habe alle ausgerottet, die in der Nähe waren. Und das passt dann schon. So, als nächstes müssten wir das Staatsdienertum machen und danach die politische Philosophie. Mit Bonustreff 3 Stadtstaaten, das haben wir auch schon erledigt. Dann passt das nämlich auch alles. Hier nehmen wir mal die 70 Gold in die Hand und machen den Ausbau hier. Dann kriegen wir den Bonus. Plus 2 durch die Berge und plus 1 durch den Regenwald, der angrenzt. Ist also ein sehr guter Bonus für den Campus. Vor allem Wissenschaft ist so das zweite Standbein, was man auf jeden Fall ein bisschen befeuern sollte. Wenn man schon nicht Religionssieg anstrebt, dann sollte man wenigstens in der Wissenschaft ein bisschen vorankommen. Oh mein Gott, man kann im Spiel sehen, wie spät wir haben. Ein Arzt ohne Kenntnisse der Astrologie. Und alle Leute so, boah, der Puff, der geht nicht schlafen. Sich Arzt zu nennen. Heilige Stätte ist durch. Das Einzige, was ich machen kann, Währung.
Da habe ich das Heurika schon durch. $440, dann lass uns mal eben den Siedler kaufen. Wir gehen zum Stahl. Obwohl, mit Reiterei. Das sind 6 Runden, die ich brauche, bis ich da oben bin. Wie lange brauche ich nach hier unten? Ist dasselbe eigentlich in grün. Ja, 4 Runden oder 6 Runden drauf geschissen. Hier wieder natürlich den Bonus durch die Wälder dann mitnehmen. Aber ist mir dann zu weit weg von den Feldern im Norden. Ach, guck mal, ein Siedler. Boah. Zeig mir mal bitte, wie sind die Punkte? Details anzeigen. Indien hat ein... Ihr seid doch Indien, ne? Reich 22, Technologie 16, Wunder 0, Ausrichtung 15, also 95. Also an sich kann ich mir gerade nicht leisten, Krieg zu führen gegen irgendwen. Weil ich keine Truppen habe, während alle anderen Truppen unterhalten. Konzentriere mich halt im Moment auf was anderes. So, du hast, glaube ich, noch... Okay, du kannst auch zweimal was bauen. Dann dürft ihr euren Siedler behalten und im Norden ruhig was aufbauen. Anscheinend greifen die auch den Stadtstaat hier an. Ach ja, mit seinen dämlichen Elefanten in Indien. Da sind die ja ganz groß mit den Elefanten. So, ihr wollt offene Grenzen, mir Gold anbieten für 30 Runden und dafür wollt ihr einen Weihrauch haben. Damit könnt ihr immerhin keine Waffen produzieren. Und die offenen Grenzen sind auch erstmal in Ordnung. So, der hat nur eine Produktion offen, das brauche ich nachher für Pferde. Wir bauen gleichzeitig damit unsere Küstenstadt jetzt. Das ist scheiße mit den Bergen hier alles. Kema, geht weg. Die wollen irgendwo hier unten. Ach, die wollen wahrscheinlich ans Eisen. Das kann ich aber nicht zulassen. Dich mache ich auf Automatik. Granada wurde besiegt. Da sind jetzt die Inder drin. Und da verbreitet jemand Buddhismus. Oder die wollen zu den Pferden. Tut mir leid, wir erklären Krieg und nehmen euren Siedler. So schnell wird da eh keiner kommen.
Die haben auch anderes noch zu tun. Da unten sind auch Pferde. Ist auch nur zwei Felder entfernt. Lass uns das doch einfach genau andersrum machen. Dann bin ich auch näher an den Produktionsdingern an der Seite. Eine starke Wirtschaft. So, Einheitenunterhalt um 1 pro Runde reduzieren bei Einheiten. Das ist übrigens auch eine ganz nette Sache, die ich immer ganz gerne nutze. Aber jetzt noch nicht. Wunder der Antike, noch nicht. Und wir ändern das in schwere und leichte Kavallerieproduktion. Unser Volk ist stolz auf die Basilikoi Paides. Man sollte übrigens immer diese Spezialgebäude bauen, weil die Zeitalterpunkte geben. Ah. Doof. Ich habe die falsche Karte ausgewählt. Moment, nochmal ändern. Ah, war jetzt die Runde schon rum. Ist schon die nächste, ne? Dann ist das so. Da unten wird zwar der Weihrauch, geht erstmal zur Stadt zurück. Und ihr bleibt einfach hier stehen. Du gehst nach Pella zurück. Du gehst einen Schritt hoch und du gehst dann zu den Pferden da unten. Ja, wundervoll. So läuft das. So, jetzt haben wir nämlich unsere Stadt am Wasser auch und haben das Horika fürs Segeln noch geschafft. Bisschen Gold ist auch noch da. Dann können wir nämlich hier die Pferde direkt mit einbeziehen. Und trotzdem braucht er zuerst den Handwerker. Dann bleibt es auf 5-4 mit auf Nahrung 5-5. Das passt schon. Und wen wollen wir als erstes ernennen? Religiöser Druck ist total irrelevant für uns. Ich muss jetzt ganz kurz nochmal schauen. Alle in dieser Stadt ausgebildeten Handwerker erhalten plus 1 Bauladung. Erlaubt das Kaufen von Bezirken mit Gold. Das Problem ist, er wäre natürlich für militärische Einheiten. Aber das ist die Sache. An sich ist der total kacke, finde ich. Der Viktor, der bringt einem überhaupt nichts als Genner. Also als erster Gouverneur. Du brauchst irgendwas, was entsprechend deiner Spielart obliegt. Also Moschka, der Kardinal, bringt mir auch nichts. Der Diplomat bringt mir auch nichts. Entweder machen wir das mit den Erträgen hier. Das geht nämlich in Produktion. Plus, ja, generell Produktion und Nahrungsmittel. Genauso wie Liang. Liang macht auch so ein bisschen Produktion und Nahrungsmittel, aber eher, glaube ich, auch mit Küstenstädte. Die hat auch eine Fischzuchtmodernisierung für Küstenfelder. Da ist nämlich der Bonus. Und Pingala ist ja generell für Kultur und für Wissenschaft. Und Reina ist ja für Gold. Also an sich ist das Einzige, was mir im Moment irgendwann mal was bringen könnte. Reina aktuell. Weil die relativ schnell neue Geländefelder, also die erhöht die Geschwindigkeit, womit wir neue Geländefelder bekommen für unsere Stadt. So, du verschanzt dich erstmal, du bleibst hier stehen. Moment, wer ist wer? Ich glaube, ich kann ihn töten, ja.
Das geht bis nach da ganz hinten. Nein! Oh, jetzt habe ich aus Versehen Geländefeld beim Bewegen gekauft. Du mich auch, Spiel. Boah. Was eine Kacke. Übrigens, eine Sache, die mir von früher fehlt, ist, Siedler zu Städten hinzuzufügen. Um zu sagen, Siedler hierhin, erhöhe die Bevölkerung mit dir. So, wundervoll. Bonus für Reiterei. Ich hoffe, dass Lissabon auf meiner Seite bleibt. Oh, rekrutiert einen großen Propheten. Sehr schön, ihr seid wieder voll. Dann verbarrikadiert mal oben den Weg und ihr geht hier in die Stadt. Und dann wartet ihr da. Geld macht nicht glücklich, doch es gestattet uns, auf verhältnismäßig angenehme Weise unglücklich zu sein. Wir diskutieren über den genauen Beginn der Klassik, aber jeder weiß, dass die Entdeckung der Währung durch Makedonien der Anfang war. So, Segeln dauert jetzt auch nur 3 Runden. Ihr verbarrikadiert euch hier. Ihr verschanzt euch, um euch erstmal aufzuheilen. Straßen wurden verbessert. Ich bin gar nicht sicher, wie viel Truppen der hat. Auf jeden Fall bekehrt er einige Städte, was nicht so dolle ist. Militäre Stärke 68, der hat auch nichts. Aber der dämliche Inder, der mit seinen Elefanten, der kann einen richtig wehtun. Große Schiffe fahren weit. Das kleine Boot an der Küste bleibt. So. Wenn man durch die Vierte des Campus bei Chalkidiki streift oder vor den Seminarräumen verweilt, kann man die Gelehrten über Ideen debattieren hören, die die Welt verändern werden. Ihr habt den ersten Kampf eurer Zivilisation mit einem Staatennachbarschaftsbonus in Höhe von 3 Wissenschaft oder mehr fertiggestellt. Und ja, das ist ein sehr guter Bonus. Was wir auf jeden Fall auch brauchen, wird ein Rambok sein. Damit unsere Nahkampfeinheiten überhaupt eine Chance haben, da reinzukommen. Eine Runde ist der Wachstum. Ich würde übrigens Kornspeicher und so weiter nur empfehlen, wenn ihr wirklich Wohnraumprobleme bekommt. Dann wären diese Gebäude interessant, aber vorher nicht. Und ja, der Regierungsplatz ist auch ein schönes Gebäude. Nur nicht jetzt. Da können wir uns ebenso durchschleusen. So, da haben wir einen Loyalitätsminus von minus 1. Mal ganz kurz gucken, wie weit der Kauf von den Feldern geht. Dann machen wir nämlich hier eine schöne Dschungelstadt. Und wir haben das Bernstein-Luxusgut direkt in der Nähe.
So, plus 3 Gold für Runde für jeden fremden Handelsweg, der durch die Stadt, der eure Stadt durchquert. Ist übrigens möglich, dass das sein könnte, wegen dem Stadtstaat, der unter uns ist. Ja, früher Makedonier haben es jetzt schon geschafft, Geld von ihren Nachbarn einzunehmen. Dafür hat Deutschland, glaube ich, 60 Jahre gebraucht, irgendwie, um Mautsysteme aufzubauen. Sieh mal einer an. Es hat sich ein neues Barbarenlager. Entschuldige, in Zukunft werden wir woanders Land suchen. Danke. Ich will jetzt keinen Streit mit den Indern auch noch haben. Ich schoss einen Pfeil in die Lüfte, Froh. Und der Pfeil traf irgendwas anderes wo. Vor allem, die verlieren keine Loyalität. Die kriegen zwar Druck durch andere Bürger hinter den Bergen. Lustigerweise, da wird kein Arsch von irgendwo hinlaufen können. Aber es kriegen die locker hin. Also von der Loyalität her ist das kein Problem, das hält. So, wie man sieht, man braucht immer mehr Zeit für die Runden. In der ersten Folge hat man noch 50 Runden, jetzt haben wir gerade mal 27 geschafft. In derselben Zeit. Und das wird auch noch schlimmer werden. So, weiter nach Süden. Dann verlieren wir nämlich unseren Speer nicht. Den können wir nämlich mal gleich wassern lassen. Sobald das Truppen können bei uns. Und in 4 Runden können wir dann Reiter herstellen. In 3 Runden ist unser Rambock fertig und dann könnten wir unsere Reiter-Spezialeinheit bauen. Wodurch wir dann gegen die, gegen das Khmer-Reich im Vorteil sein sollten. Hoffe ich jedenfalls. Wir müssen auf jeden Fall kriegerische Expansion planen, damit wir die Inder hier auf dem Kontinent auch relativ schnell platt kriegen. Aber erstmal eins nach dem anderen. Ihr wisst, was ich meine. Hier und da. So. In dem Sinne, danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal, wenn es weitergeht mit ein paar Civ 6 Tipps mit eurem Imperator, dem Civ Krieger. Ein Mann auf einem Pferd überragt andere sowohl spirituell als